Ach nee, das sieht so scheiße aus. Eins muss man im Kindle Paperwhite lassen. Also, man kann da besser lesen als in einem Buch, wenn die Sonne drauf scheint. Was ich eigentlich gar nicht mehr mache. Ich sonne mich nicht mehr so am Strand und sowas. Und wenn, dann habe ich Musik auf dem Ohr und einen Podcast. Jetzt kommen wir zu Kapitel 9. Auch hier ist nichts los. Bis jetzt jedenfalls. Mobiliar ist einstaubt, sehe ich da zum Teil auch hier hinter Glas. Eine schale Moral, die nicht vollkommen ist, kann das Wasser des Zen nicht halten. In der Einleitung sprach ich davon, dass im Buddhismus oft zu viel Tamtam um weltweit selbstverständliche Verhaltensregeln gemacht wird. Dabei könnte der Eindruck entstanden sein, Moral sei im Zen etwas Beliebiges. Doch abgesehen von der jeweiligen Situation, die eine eigene Bewertung erfordert und einem Outside-the-Box-Denken, das flexibel sein lässt, sollte es im Zen-Übenden eine sichere ethische Verankerung geben. Diese geht jedoch weit über Regeln hinaus. Sie deckt sich mit modernen Erkenntnissen der Empathieforschung, wonach derjenige am moralischsten handeln kann, der in der Lage ist, möglichst viele Perspektiven einzunehmen oder zu verstehen. Ist man also in der Lage, auch eine gänzlich andere Ansicht und Wertung zu akzeptieren und nachzuvollziehen, kann man sein ethisches Handeln viel breiter und umfassender gestalten. Großes Gegenbeispiel Markus Söder, neulich in einer Talkshow, völlig abstruse Beispiele von so Virusleugnern genannt, als Beispiele Passpro-Toto, ne, für diejenigen, die sich nicht oder noch nicht impfen lassen wollen, um wieder zu behaupten, die größte Gruppe davon sei ein Spinner. Und als es dann um die vernünftigeren Argumente ging, hat er gesagt, man könne die gar nicht verstehen und gar nicht nachvollziehen. Und wer das nicht kann, wer Studien nicht nachvollziehen kann, wo in vitro gezeigt wird, dass die DNA-Reparatur durch diese Impfstoffe gehemmt werden kann, der kann sich nicht in die andere Position reinversetzen. Der ist außerdem noch ziemlich beschränkt. Sich als Heterosexueller in die Lage von Homosexuellen zu versetzen. Ich rede jetzt nicht mehr von ihm, ne? Das ist nur ein Beispiel. Ja, sich sogar vorstellen zu können, wie sich jemand weder als er oder sie definieren will oder als Anhänger der Kernkraft offen für alternative, wieder erneuerbare Energien zu sein, wären zwei Beispiele. In der Corona-Krise, ach, das war ja schon drin, haben wir erlebt, wie sich die Fronten verhärteten, als Zweifler die Gefahr des Virus nicht anerkennen wollten und Experten sich gegen die Meinung anderer Experten verwahrten, ein solches Virus rechtfertige nicht all den wirtschaftlichen und psychischen Schaden durch die Einschränkung vieler Grundrechte. Problemlösungen werden erleichtert, wenn eine Diskussion offen bleibt und die eigene, fest umrissene Position nicht verhindert, diejenige der anderen umfänglich verstehen zu wollen. Darum ist die übliche, in Anführungsstrichen, schale Moral der buddhistischen Regeln für das Zen nicht genug. Unser Geist soll alle und alles erfassen können. Zum Schluss wieder die Anregung, kursiv. Achten Sie einmal auf die inneren Widerstände und den Ärger, der aufkommt, wenn jemand eine Ansicht äußert, die der Ihrigen diametral entgegensteht. Lassen Sie diese Widerstände und den Ärger vorüberziehen, um offen für die Meinung der anderen zu werden. Ich sehe euch nicht, ich sehe mich nicht, aber ich hoffe, ihr seht mich irgendwie. Bis dann.